11 Spiele war Liefering ungeschlagen, doch die Austria beim Tabellenführer mit einem starken Beginn. Tim Maciejewski nach 10 Minuten mit der Führung. Die Austria unter Druck, da auch Innsbruck zuvor sein Spiel gewonnen hat. Aber die Weidmannsdorfer machen es hervorragend. Nach schöner Vorarbeit von Markelic erhöht Greil auf 2:0. Ja, ich glaube, erste Halbzeit war eine extrem gute Halbzeit von uns heute. So mit das Beste, glaube ich, was wir diese Saison gespielt haben. Hinten lässt Torhüter Philipp Menzel nichts anbrennen. Und vorne ist man gnadenlos effizient. Maxi Moreira mit der super Vorlage für Greil. Und der ist voller Selbstvertrauen und macht das 3:0. Ja, dann es ist immer ein tückisches Ergebnis, finde ich, ein 3:0 zur Halbzeit. Weil wenn du dann 1:1 fängst, dann kommen die anderen wieder so ein bisschen auf, machen dann durch irgendein Slapstick-Tor mit 3:2. Dann haben wir es aber letztendlich doch gut über die Zeit gebracht. Und ich finde, so ein 3:2-Sieg, auch wenn es eine Zitterpartie war am Ende, schmeckt dann doch ein bisschen besser als ein klares 3:0. Die Austria besiegt den Tabellenführer und ist neben Linz das beste Team der Rückrunde. Jetzt warten noch 2 Entscheidungsspiele. Wir müssen hoffen, aber wir müssen unsere Arbeit machen, ne? Und das tun wir gerade ganz gut. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, können uns aktuell nichts vorwerfen und für die letzten 2 Runden sehe ich dann nicht, warum sich das ändern sollte.